Hallo aus dem Präventionszentrum der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften am TUM-Campus im schönen Olympiapark. Herzlich willkommen zum digitalen Bewegungsangebot. Mein Name ist Daniela Hess. In diesem Video üben wir gemeinsam die Rumpfaktivierung am Tisch. Ich werde die Übung an einem Stehtisch ausführen. Einige von Ihnen haben vielleicht auch einen Stehtisch in der Arbeit oder zu Hause sogar. Falls nicht, ist es kein Problem, man kann die Übung genauso gut auch im Sitzen am Schreibtisch durchführen. Wir sitzen oder stehen ungefähr einen halben Meter entfernt vom Tisch. Die Hände kommen auf den Tisch, die Knie sind leicht gebeugt, der Oberkörper ist aufrecht. Und nun bringen wir von oben Druck gegen den Tisch. Die Schultern sind dabei tief und die Ellenbogen sind leicht gebeugt. Wir halten die Position ca. 20 bis 30 Sekunden und wir versuchen auch über die Bauchmuskulatur Druck auf den Tisch zu bekommen. Das heißt, wir ziehen die Rippen in Richtung Becken, versuchen den Oberkörper nach vorn zu beugen und bringen dadurch noch mal mehr Druck auf den Tisch. Wir halten die Position noch 5 Sekunden, bringen noch mal mehr Druck auf den Tisch. 3, 2, 1 und lösen die Position. Was meine ich jetzt genau mit über die Bauchmuskulatur Druck auf den Tisch bekommen? Das heißt, dass die Bewegung ohne Tisch so aussehen würde. Also wir versuchen hier über die Beugung in der Wirbelsäule die Bauchmuskulatur anzuspannen. Als nächstes der zweite Satz. Wir nehmen die Hände wieder von oben auf den Tisch. Knie sind leicht gebeugt, Oberkörper ist aufrecht, die Ellenbogen leicht gebeugt und wir bringen Druck gegen den Tisch. Wir halten die Position wieder 20 bis 30 Sekunden und versuchen, über die Bauchmuskulatur den Druck zu erhöhen. Das heißt, wir ziehen die Rippen Richtung Becken, ziehen den Oberkörper Richtung Becken und die Hände bringen den Druck der Bauchmuskulatur auf den Tisch. Wir halten noch 10 Sekunden und erhöhen den Druck nochmal. Und noch 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1 und lösen. Im nächsten Satz führen wir die Übung aus der anderen Richtung durch. Das heißt, wir nehmen die Hände von unten an den Tisch und bringen wiederum Druck von unten nach oben gegen den Tisch. Die Schultern bleiben tief, die Ellenbogen sind leicht gebeugt, der Rumpf ist stabil, Beine sind immer noch leicht gebeugt. Wir halten noch 15 Sekunden und auch hier versuchen wir, über die Rückenmuskulatur Druck an den Tisch zu bekommen. Das heißt, wir versuchen, den Brustkorb anzuheben und dadurch den Druck auf den Tisch zu erhöhen. Die letzten 3, 2, 1 und lösen. Auch hier nochmal der Hinweis, ohne Tisch würde die Bewegung in etwa so aussehen. Also wir versuchen auch hier über die Rückenmuskulatur mehr Druck gegen den Tisch zu bekommen. Kommen wir zum zweiten Satz. Die Hände gehen wieder von unten an den Tisch. Und wir bringen Druck in Richtung oben, halten die Schultern aber tief, Ellenbogen sind immer noch ganz leicht gebeugt und wir versuchen, den Brustkorb aktiv anzuheben. Wir haben jetzt noch ungefähr 15 Sekunden, erhöhen ein letztes Mal den Druck für die letzten 10 Sekunden, heben aktiv das Brustbein nach vorne oben. Noch 5, 4, 3, 2 und lösen. Im nächsten Satz werden wir gleichzeitig von oben und unten Druck auf den Tisch bringen. Das heißt, eine Hand von oben, eine Hand von unten und die Schultern sind tief, die Ellenbogen leicht gebeugt und wir bringen Druck gegen den Tisch.
bleiben wieder stabil im Rumpf, halten die Position ca. 20 Sekunden. Noch 5 Sekunden, die Schultern sind tief. 4, 3, 2, 1. Wir lösen ganz kurz und führen die Übung in die andere Richtung aus. Das heißt, die Hand, die unten war, kommt nach oben. Die Hand, die oben war, kommt nach unten. Und wir bringen wieder Druck gegen den Tisch. Wir halten die Position 20 Sekunden. Und bleiben stabil im Rumpf. Hier muss jetzt die Muskulatur, die den Oberkörper rotiert und in eine Seitneigung bringt, speziell arbeiten. Wir halten nochmal 10 Sekunden und erhöhen den Druck. Und 5, 4, 3, 2, 1. Nochmal der wichtige Hinweis an Sie: Achten Sie bei der Übungsausführung darauf, die Schultern tief zu halten und aktiv die Rumpfmuskulatur anzuspannen. Und im Allgemeinen versuchen Sie, die Übungen in Ihren Arbeitsalltag einzubinden und tun Sie Ihrem Körper dadurch etwas Gutes.